Yo Freunde, bevor das Video anfängt, checkt uns auf Twitch ab, Black Bros Gaming, erster Link in der Beschreibung. Wir streamen jeden Tag, wirklich jeden Tag um 18 Uhr auf Twitch. Kommt auf jeden Fall rein, checkt das ab, zu wild Jungs. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns auf Twitch um 18 Uhr, haut rein, peace. Ich hab meine Traumfrau auch gefunden, ne? Daumen Michi, ich schwöre, Michi hat so viele Traumfrauen, ne? So ein Fisch, Digga. Michi hat so viele Traumfrauen, in jeder Stadt einfach, ne? In jeder Stadt hat Michi eine Traumfrau. Erzähl mal den Leuten, Michi, wie du bist. Erzähl doch mal deinen wahren Charakter. In jeder Stadt hast du eine Traumfrau. Ich habe meine Traumfrau aus Amerika, habe ich jetzt gefunden. Doch, aus Amerika. Meine Traumfrau aus ganz Deutschland habe ich auch. Doch, aus ganz Deutschland. Besser, du hast auch noch eine Traumfrau in Köln. Genau, eine habe ich in Köln. Digga, jetzt so komisch. Eine habe ich in Berlin. Aber die aus Deutschland, also die Traumfrau von mir aus Deutschland, die kommt aus dem Süden. Ich kann nicht viel weiter reden, aber die kommt aus dem Süden. Doch, ich hatte einfach Traumfrau in jeder Stadt, Digga. Jede, vier oder so. Digga, oh. Hast du nicht Traumfrau in Minden auch? Nein. Hattest du aber mal, oder? Ich hatte auch die Zeit, wenn ich hübsche Frauen gesehen, dann hätte ich getan. Digga. Ich glaube, ich hatte die Zeit. Richtig, ne? Weil ich hätte, wenn ich hübsche Frauen gesehen habe, mein Herz hat richtig weh. Chill doch mal, was los bei euch? Was los bei euch? Ja, Alter, die Leute sind nicht normal hier mit der Chille. Mir geht's nicht gut. Die Herzschmerzen, wenn die schöne Frauen sehen. Ich übertage, so einfach für den Moment. Kurz, ne? Oh, das trifft einen. Ich höre gerne nicht. Ich glaube alles bei mir richtig oft. Ja, na, jetzt nicht mehr, jetzt gar nicht mehr. Digga, euch geht's nicht gut, ich schwör auf alles. Digga, den Leuten hier geht's nicht gut, Jungs. Ihr merkt selber, ne? Merkt ihr, mit was für Leuten ich hier chille? Digga, den geht's nicht gut. Wir müssen kurz verlieben auf Ernst an diesem Bubi. Ich seh dich. Oh, Scheiße. Oh, shit. Das geht um unter Hautgeschichten sind da. Stuttgart, ja, Stuttgart hat sehr, 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 sehr schöne Damen, Alter. Stuttgart hat sehr attraktive Damen, ne? Sehr, 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 sehr. Stuttgart, Frauen sind auf jeden Fall da, Digga. Sehr hübsche. Unglaublich, Stuttgart wirklich. Alles Gute, unglaublich. Da, Geburtstag, ist cool, ne? Ja. Unglaublich, ne? Also wirklich. Das ist aber auch so bei Dings. Wir wohnen hier, die wohnen da, die sind hübsch. Die sehen auch hier die Leute und sagen, boah, die sind richtig. Gibt es in Minden schöne Frauen? Ja, nee, gibt's schon. Nee. Doch, doch, aber das Ding ist, die Frauen hier mitten sind bedeckt, ne? Ja, aber gibt's auch hübsche, aber sind blöd. Ich glaube schon. Ey, Junge, ich schwöre, wenn man hier rausgeht, Digga, man sieht keine Jugendlichen, so wie was heißt Jugendliche, so Leute in unserem Alter halt, ne? Man sieht die nicht. Die schwöre, die sind gar nicht hier. Ja, du musst sie kennen. Die sind nicht hier, Digga. Es gibt immer in anderen Städten, die sind gar nicht hier. Wenn ich Girls aus Minden in Hannover und Bielefeld sehe, ich krieg Gänsehaut, ne? Ja, ist mir auch schon passiert. Denkst du, die sind da alleine? Ein, zwei Stöße auf jeden Fall. So wird das da gemacht, Digga, auf locker, ne? Ehrlich. Ich sage euch, Minden hat eigentlich hübsche Frauen, aber alle blöd. Minden, ganz komische Leute, nicht cool, ey. Nicht cool. Komische Leute. Nicht cool. Eine Frau von mir wird sagen, die sind einfach Lutscher. Aber nein, nicht weil die lutschen, sondern einfach so, kennst du das, wenn du sagst, da ist ein Lutscher? So sind die Frauen so einfach blöd. Aber vielleicht sagen die Frauen das auch aus Minden genauso. Ja, safe. Und vielleicht meinen die auch mich, aber ich weiß es nicht. Ja, du bist auf jeden Fall auch. Nein, glaube ich nicht. Aber glaubst du noch nie, ist gefallen, mich hier so ein Lutscher? Nein, noch nie. Ich schwöre 100%. Ich sag 100%. Aus Minden? Ja, safe so. Mich ist voll der Lutscher. Doch, doch. Auf jeden Fall einmal sowas schon mal. Doch, doch. Doch. Ja, doch. Lutscher nicht! Aber so schlecht reden. Ja, schlecht reden. Das sowieso, Digga. Aber Lutscher sagen wir. Nein, niemals. Lutscher, Digga, schreib mir jeden Tag. Lutscher nicht. Über uns sagen die nicht Lutscher. Lutscher ist schon. Über uns sagen die niemals Lutscher. Die wissen das auch, die Freunde, die mit uns zu tun haben. Alles mit Lutscher. Mit wem die einmal gechillt haben? Ja, dann chillen die ja. Dann wissen die ja, wen die gechillt haben. Weißt du, damals, man hat mit Frauen gechillt, auf einmal, die reden groß und so, ja, ehrlich. Vergessen erstmal ganz Minden. Schöne Frauen hier in Minden. Ne? Frauen hier in Minden, ganz komisch, Digga, ehrlich. Die haben alle einen Dachschaden. Ja, richtigen Dachschaden, ich schwöre auf alles. Langweilige Leute. Die brauchen Leute, mit denen die. Also, die haben noch keinen. Die haben mit niemandem zu tun, der so ein bisschen. Cool, reden kann, genau. Cool ist. Die haben niemanden. Niemand. Es gibt Leute aus Minden. Solche gibt es nicht auf Minden. Gibt's leider nicht. Schwöre, die Jungs in Minden sind richtige Lutscher. Das ist schlimmer. Die Jungs aus Minden sind die größten Dullis, Digga. Da sind wirklich die größten Lutscher aus ganz Deutschland. Die machen auf reich, aber ziehen irgendwelche Weiber ab. Ja, oh, Digga, Gänsehaut, Bruder, ja. Ehrlich. Ich schwöre, er macht auf reich, Digga. Er zieht ein Mädchen ab und so auf Ernst. Ja. Aber richtig abziehen, ne? Ich kenne einen Typen, der hat mal bei Instagram eine Frage bekommen, wer hat den besten Arsch aus Minden? Er hat eine Frage bekommen. Ich habe eine Frage selber gestellt. Wer hat den besten Arsch aus Minden? Und der hat dann geschrieben, er schreibt definitiv und hat das Mädchen markiert. Er hat die einfach markiert, Digga, auf locker so. Digga, wir haben und ich glaube, die haben nichts miteinander zu tun. Nein, die hat auf jeden Fall nichts mit dem zu tun. Bei ihm geht's auch nicht.
Digga, ehrlich. Vertraut mir, diese Leute hier, ich schöre, man braucht einfach nur seine Jungs hier, ne? 3, 4, 5 Stück so. Aber und dann noch ein paar Frauen. Digga, hier gibt's keine Frauen. Doch, doch, in letzter Zeit. Ich schwöre, die Frauen, die chillen mit Dullis. Ja, genau, das auch da. Das ist das Problem, Digga, die chillen mit Dullis. Dullis, Alter. Oder die Frauen hier, die wollen unbedingt verarscht werden von irgendwelchen Hamudis und so. Auf Ernst. Also, aber auch schon Frauen, ich sage euch ehrlich, die hatten Angst mit uns zu chillen, ne? Ja, doch. Schöne. Frauen, die hier aus Umfeld, die sind eigentlich, ich dachte, okay, die sind cool, die sehen gut aus. Digga, man die schreibt, haben Angst. Die sagen, wir haben irgendwie Angst. Wie, ihr habt Angst? Ja, weil du bist fame und so. Nein, Digga. Andere Hase, Digga. Ja, auch. Wegen Bekanntheitsgrad und so. Ja, drauf, genau, wie sollen wir bei denen? Wie sollen wir uns benehmen und so? Natürlich, ja. Ich finde das so lustig, Digga. Film. Oder Leute machen heimlich Snaps und so, dies, das. Oder am nächsten Tag, du siehst das bei denen in Story und so. Kein Chef, was geht ab? Auf locker. Deswegen sag ich das, Digga. Mindestgefährlich, Digga, ehrlich. Ich hab ein paar Frauen hier, die ich sehe. Also die kenne ich auch, die sehe ich, wo ich mir denke, ich würde ihn gerne aus ihren Kreisen da rausholen, aber geht scheiße nicht, auch, glaube ich. Geht nicht, Digga, ehrlich. Die sind alle Lachschatten. Geht nicht. Das Begebnis von Minden, yo, wir haben Minden offiziell gefickt, Digga, das Video wird hochgeladen. Digga, Minden ist wir haben Minden gefickt, das Video wird hochgeladen, ne? Minden ist Schrott. Minden, das Begräbnis, Digga. Deswegen, ihr wisst gar nicht, was abgeht, ne, ich bin auch weg von aus dieser Stadt, weil es macht keinen Sinn. Hier macht's keinen Sinn, Digga, hier sind nur Lutscher, hier ist wir können unter uns chillen, okay, aber was machen wir? Wenn wir Frauen haben, ist immer cool. Wenn wir keine Frauen haben... Digga, wir haben immer Frauen von außen. Gut, immer. Frauen aus Minden, Digga, die waren selten hier. Nee. Ja, doch, Digga. Nein. Digga, Frauen aus Minden, chill doch. Oh, ah, darf ich ja kurz was sagen? Nur eine Sache. Sorry, ich muss das korrigieren. Ich hab ganz Minden hatte schon mit uns zu tun. Nein, Minden ist, wir müssen gucken, Jungs, was halt passiert, ne? Minden ist halt Minden, ne? Ne? Lustig auf jeden Fall, ja, was hier abging. Ja, ja, klar. So, ja, Minden durchgespielt auf jeden Fall. Nein, haben wir noch nicht, ehrlich. Doch, Minden schon durchgespielt. Mann, es ist nicht wichtig, dass du viele Frauen hast oder mit vielen Frauen chillst. Bruder, das ist nix. Man kann mit vielen Frauen chillen, okay, aber Digga, ich chill lieber mit Frauen, die cool sind. Weißt du, was ich meine? Es muss nicht immer Geberei sein oder so. Wir müssen, nein, nicht, schon, wir müssen nicht miteinander ein, was haben. Ein, zwei Schüsse müssen. Nein, gehen. Muss echt nicht. Aber wenn du cool bist, dann lass chillen, weißt du, was ich meine? Aber wenn du nicht cool bist, dann chillen wir auch nicht lange. Das geht nicht, ehrlich. Ach ja, einer, der wie Freunde nicht in Minden hatte. Ich hatte eine Freundin und ich hatte ein Baby. Ich hatte noch, hatte ich meine Freundin aus Minden? Wenn ja, ich sage, einer. Ich hatte ein Baby, heißt das, ich hatte was mit einer auf Ernst über, über einen Langzeitraum. Über einen Langzeitraum, aber wir waren nicht offiziell zusammen. Man war nicht zusammen. Es hat sich nicht ergeben, es war mein Baby. Was du mir geschenkt hast. Wer? Ja.